Also als allererstes werde ich jetzt erstmal diese Musik ausmachen, weil mittlerweile nach 11 Folgen geht das einem echt auf den Sack. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe überlegt, wie wir jetzt vorankommen. Ich würde sagen, trainieren. Wir müssen trainieren. Aber ne, bevor wir jetzt anfangen zu trainieren, werde ich Folgendes machen. Passt auf. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Werden zu ihr flitzen. Werden ihr ein Geschenk machen. So, jetzt müssen wir verliebt sein. Sie ist verliebt. Jetzt verlieben wir uns. Ach, Liebling, ich bin auch glücklich. Ich hoffe nur, dass ich dir wichtiger bin als das Kämpfen. Natürlich, ich werde immer Zeit für dich haben. Bla, bla. So. Jetzt flitzen wir zurück hierher. Und da wir jetzt weniger an Essen verbrauchen, alles. Ach, Mist. Moment. Komm, wir fahren jetzt mit dem Bus, um keine Zeit zu verlieren. Kaufen jetzt hier noch was ein. So. Werden jetzt mal was schnabulieren. Und ab jetzt geht das los. Jetzt heißt es trainieren, trainieren, trainieren. Denn durch diesen, hier, durch diese Verliebtsein trainieren wir härter und stärker. Wie ihr seht, ne, geht der auch weitaus dicker voran hier. Ja, ja, bla bla. Also mein Ziel ist Level 9 und Level 9. Unbedingt. Ja, jetzt geht das schon wieder nicht mehr. Jetzt gehen wir hier hin. Ich will aber auch nur Wein-Sachen hier trainieren. Also Stärke nicht unbedingt. Haben wir nicht auch einen Fight heute? Ach ja, seht ihr? Wir haben hier noch einen Fight gleich. Na, guck mal, wir haben kaum mal verbraucht. Hammer. Richtig geil. So, Level 6 haben wir. Welche knackt hier? Also die 7. Da die 5. Ausgezeichnet. Jetzt darüber. Nur noch das hier trainieren. Okay. So. Ja. Gehen wir kämpfen. 212. Sollte nicht ein Problem sein. Energie 888 4 7 8 6 und 4. Egal, wir probieren es erstmal die erste Runde. 11 Punkte abgezogen. Einer, wow. Ja, schlag mal zurück hier. Lol, jetzt mach mal hier was. 4. Unsere Energie ist gleich wieder am Arsch. 9, ja, so muss das sein. Weiter. Wir müssen mit hoher Gewalt den jetzt nieder prügeln, bevor wir auch über 173, weil wir so verliebt sind anscheinend. 9, 13, ja, 15 Leben. Noch 3 Leben. Ja, ja, auf der Matte gelegt. Bam, so, gewonnen. Ausgezeichnet. 20 Dollar. 4 von den Dingern da. Wie viel brauchen wir dafür, um was neu zu lernen? 16. Das heißt, wir werden jetzt nochmal hierher Handpads die 15 Dollar hier investieren. So, gewonnen. Wieder 2 von den gelben Chips da bekommen. Und dann hatte ich gesagt, wollten wir ja eigentlich Weg des Tigers, war das Weg des Tigers? Warte mal.
Ja, genau. Ich will nämlich das hier haben. Gegenangriff. Jeder ausgewichene Angriff wirft 25% des Schadens auf den Angreifer zurück, wenn aktiviert ist. Also sprich, die schlagen uns, treffen sich aber auch selber. Und ich denke mal, damit haben wir auf jeden Fall einen Vorteil. Also legen wir jetzt los und nehmen jetzt Weg des Tigers. Yep. Okay. Weg des Tigers, da ist er. Was haben wir denn überhaupt auf Geschick basierend Taktik, hohe Wahrscheinlichkeit auszuweichen und zu treffen? Viele Gegenangriffe, moderater Schaden, alle der Talente haben höhere Treffsicherheit. Taktik mit Schwerpunkt auf Ausdauer, Blocken, schwere Schläge, wahnsinnig. Okay, also werden wir auf jeden Fall nachher das hier aktivieren. Hätten wir eher machen müssen, alles mal durchlesen sollen, richtig. So haben wir jetzt natürlich wieder vier vor uns, die wir hier aufsammeln müssen. Das sind ja schon 18, dann kommen 19. Oh Gott, nee, 20 kommen wir, die wir hier in 2er-Schritten hoch. Egal. Egal, egal, egal. Wir melden uns an. Wollen wir kämpfen? Das komm, wir probieren es. Ach, das ist ja. Ach, das ist Roy. Wir kämpfen gegen Roy. Ups. Moment mal. Nee, ich dachte gerade, da gibt es eine Veränderung. Nee, gibt es nicht wirklich eine Veränderung hier? Wir versuchen unser Glück. Der weicht gut aus. Wir sind auch gleich wieder am Ende mit unserer Energie. Scheinkleister. Bumm, da liegen wir. 20 Punkte verloren auf einen Schlag. Wenn euch das hier unten stört, ne, müsst ihr mal Bescheid geben. Ich weiß bloß nicht, wie in den neuen Steam da jetzt das gemacht wird, das auszuschalten. So, kämpfen. Ja, dann können wir jetzt eh nichts mehr. Wobei wir eigentlich besser sind als er. Ich verstehe es nicht. 15, sehr schön. Bam, naja, Energie im Arsch, ne? Das ist der Weg. Der Weg ist, auf Energie und Ausdauer zu gehen. Da ist ja Ausdauer, ist ja dasselbe. Ja, jetzt machen wir uns schnell fertig hier. Los, komm. Okay, ja, kämpfen. Gibt er uns eh gleich ein Ding und da liegen wir. Ja. Jawohl, so. War ja klar. So, bla. Nein! Ach. Gebrochenes Bein. Ach, Mann. Hätte ich das mal lieber nicht gemacht. So ein Scheiß. In 3 Tagen ist der nächste Kampf und wir müssen dann... Bäh, damit, na egal. Kann man jetzt nicht ändern, so ist es. Ja, wir gehen dahin. Ruhen uns aus. Gut, was zugelegt haben wir ja. Tja, sind wir schon ausgeschlafen? Energie ist immer noch Kacke. Essen wir erstmal einen Burger und gehen weiterhin trainieren. Ah, seht ihr? Energie ist scheiße. Ja, bringt uns kaum was. Mist, 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 Mist. Immer weiter trainieren, immer weiter trainieren. Wir sollten uns vielleicht mal einen Punching Ball versuchen zu leisten. Das könnte man eigentlich mal jetzt machen, indem wir schnell was essen. Dann gehen wir auf Arbeit. Stunden gehen flöten. Na, dann machen wir das schnell so mit dem Bus. Dann können wir uns gleichzeitig das Leben wieder. Da sieht er ja, ne? Geht er hoch. Verdient noch ein bisschen Geld. Ja. Immer weitermachen, immer weitermachen. Ich glaube, der kostet 150 oder 250, der Punching Ball, ne?
Brauchen aber auch ein bisschen mehr zwecks Essen. Weiter, 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 weiter. So, jetzt bin ich zu hungrig. Jetzt fahren wir zum Supermarkt. Oder gehen zum Supermarkt. Kaufen uns wieder Fleisch. Wie viel haben wir denn? Ah ja, dann geht ja nicht anders. Dann kaufen wir uns hier erstmal den Kühlschrank voll. Gehen dann nach Hause. Essen, Hubs. Legen uns hin. Wir können jetzt kämpfen. Was? Ich muss jetzt kämpfen? Ach, Kacke. Oh, da ist ja schon wieder Roy. Oh nein. Na gut. Uns noch mal echt auf die Bretter gelegt, ey. Elf Stärke. Vielleicht sollten wir... Nehmen wir den raus, nehmen den rein. Jawoll, ja, yeah, genau. So eine Scheiße. Ja, jetzt gehen wir gleich wieder auf der Matte. Unsere Energie alle ist. Ja, da ist es wieder passiert. Kämpfen, weiter, weiter, weiter. Wir hatten noch 3 Energie, wir 12. Boah, wie er uns immer wieder eine reinwirkt zum Schluss, ey. Ja, das war schön, das war schön. 3, 4. Er haut uns immer noch kurz davor auf die Matte, ey. Das nervt. 15 zu 37 Leben. 9, 3, 9 und aus. Ja, Roy, unser bester Freund, ist eigentlich ein echter Scheißfeind. So. Ja, wollen wir noch jetzt schnell... Wir lassen jetzt mal diese blöden Kämpfe aus hier. Jetzt müssen wir echt nur auf Trainieren gehen. Geht gar nicht anders. Ich kann da irgendwie nicht anklicken. Warum auch immer. Naja, egal. Jetzt gehen wir mal schnell hier zum... Fitnessladen. Kostet 150. Okay, also das heißt, wir flitzen jetzt noch schnell die Arbeit hier erledigen einmal. Vielleicht haben wir auch zweimal, aber na, das könnte ganz schön knapp werden. Naja, ich glaube, das... Na, oder? Ach, komm! Dann gehen wir erstmal, holen uns den Punching Ball. Her mit dem Geld. Nein! Ey, du Held, vielleicht wäre es besser, erst deine Werte im Fitnessstudio zu verbessern, bevor du dir ein Fitnessstudio zu Hause einrichtest. Es gibt miese Typen auf der Straße, durchtrainiert und sein zu sein, hilft dir mit, ihnen fertig zu werden, wenn du in der Klemme steckst. Komm noch und hol es dir, fang mich doch, ob wir schnell noch sind, wegzurennen? Du bist hier schnell genug, du musst kämpfen. Oh, das ist noch so ein super Typ hier, ey. Oh, Mann. 8, na super. 3, nee. Wir sind zu schwach, wir sind zu schwach. Ich hoffe nicht, dass der uns jetzt ausraubt hier, das wäre echt scheiße. Hm, 14er Kombo.
Nice, nice. 3, 10. Ah, shit. 1, 2, das blockt zu viel. Da liegen wir wieder mal. 99 Runden. Scheiße. Ah. Ja, komm, ist egal. Das schaffen wir sowieso nicht. Oh. Überraschung, aber das wird uns nicht viel bringen. Da liegen wir los. So, jetzt bin ich gespannt. Was macht er mit unserem Geld? Belohnung. Oh, der hat uns nichts weggenommen. Ja, Gott sei Dank, ey. Nice. Du hast die Hälfte des Geldes verloren. Ach, ja. So viel jetzt mal dazu, ne? Von wegen, wir haben nichts verloren. Wollten uns gerade den Punching Ball kaufen, da passiert sowas. Verdammt nochmal. Aber wir machen das schon. Das ist schon der richtige Weg. So, jetzt will er wieder was essen. So, jetzt gehen wir wieder arbeiten. Mal wieder. Na los. Wir sind nicht gerade super happy, ne? So ich jetzt hier. Was passiert denn, wenn er auf Null ist? Sagt er dann, ne, okay, Bock mehr, ich geh nach Hause? Wäre natürlich, also, ne? Ist nicht. Arbeit muss sein. Na, kriegen wir noch einen Fuffi zusammen? Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, das ist doch... So, jetzt fahren wir mit dem Bus. Dass keiner überfallen kann hier. Kaufen uns diesen Punching Ball. Haben wir. Geh nach Hause. Essen was. Schlafen. So, essen wieder was. Gucken Fernsehen, damit es uns besser geht. Dann werden wir, wenn wir das hinter uns haben, rüber zu Roy, unsere Freundin besuchen, uns mal wieder verlieben. Vielleicht kriegen wir die auch hin, ohne wieder Geschenke zu bezahlen. Meine Fresse, dauert ewig. Spielt er da mit seinen Brustmuskeln rum? Oder soll das Atmen darstellen? Ja, wer weiß. So, jetzt sind wir wieder happy. Jetzt gehen wir wieder was essen. Abmarsch zu unserer Freundin. Gucken wir mal, plaudern wir erstmal eine Runde. Bla 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 bla. Passiert nicht wirklich was. Verlieben, los. Du bist wunderschön. Bla bla bla. Sind wir wirklich zusammen? Bla bla bla. Das verstehe ich wirklich, verspreche. Bla bla bla. Dass sie immer Geschenke wollen, die Weiber, ne? Also. So, hier hast du ein Geschenk. Verkauf dich, verlieb dich. So, jetzt hier. Adrian, bla bla bla. Wunderhübsch, bla bla bla. Du blöde Kuh! Ihr habt ein Geschenk gekauft. Verdammt nochmal. Ah, jetzt ist sie verliebt. Okay, stopp, 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 stopp. Verlieben. So, ja, und auch, ja, ich dich auch. Bla bla, bin so glücklich.
Bla bla. Bla bla. So. Haben wir. Dann nach Hause. Da nochmal was schnabulieren. Letzten Burger hier. Ja, toll. Ein bisschen schlafen. So. Und dann ab in die Garage. Da ist unser Punching Ball. Und dann in der nächsten Folge werden wir anfangen zu trainieren. Zu trainieren, zu trainieren, trainieren, trainieren.